Startnummer 28, ein Alfa Romeo 2000 GT Bertone. Baujahr 1976, meine Damen und Herren, mit 130 PS und 1962 Kubikzentimeter. Thorsten Kirchheim und Barbara Emmerich sitzen in diesem tollen Fahrzeug. Ursprünglich ein GT 1300 Junior und wurde auf einem GT 2000 Bertone umgebaut. Der Wagen kommt ursprünglich aus den Niederlanden und wurde nach München verkauft, wo er deutsche Zulassung um den Umbau zur H-Fahrzeugabnahme bekommen hat. Und dann hat er da in Duisburg in einer Werkstatt verbracht. Das Fahrzeug wurde im Dezember 2015 erworben und seitdem Stück für Stück verschönert. Das habt ihr gut hinbekommen, wie ich finde. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich muss ein bisschen Gas geben hier. Der Franz, der sitzt mir die ganze Zeit im Nacken. Dankeschön. Der Applaus ist für euch. Und wir sehen uns auch nächstes Jahr wieder, hoffe ich. Jawohl, Startnummer 39, Mercedes-Benz W111, Baujahr 1967. Vielen Dank für das Wasser, ich danke dir. 150 PS bei 2,5 Liter Hubraum. Ralf Dräger und Susanne Dräger sitzen in diesem Fahrzeug. Der W111 löste die große Bonton-Modelle der Baureihe W180 im Jahr 1959 ab und lieferte die technische Basis für die Mercedes-Modelle bis Ende der 1960er Jahre. Die in den Baureihen 111 und 112 werden mit viertürigen Fahrzeugen Heckflossenlimousinen genannt. Auch die Coupés und Cabrios der flachen Karosserien mit abgerundeten, noch im Ansatz erkennbaren Finnen eingeordnet. So steht es geschrieben. Eine tolle Farbe für so ein historisches Fahrzeug, wie ich finde. Und ihr hattet auch Spaß. Ja, ich frage das immer nur mal nach. Ihr könnt doch einfach sagen, nee, bis jetzt habe ich nur positive Resonanzen bekommen. Aber es liegt vielleicht daran. Nein, alles gut, ich glaube euch das auch. Sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Schön, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ralf und Susanne, dankeschön. Hup nochmal, hup. Danke. Mit der Startnummer 4 nun hier vorne. Alfa Romeo Spider 2000 Veloce. Veloce. 1980 wurde dieses Fahrzeug hier gebaut, 126 PS bei 1948 Kubikzentimetern. Peter Gelbach und Erik Stratmann sitzen hier in diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde 2009 in Hamburg erworben und seitdem komplett zerlegt und restauriert. Da steckt also viel Liebe im Detail drin. Der Motor ist general überholt und die Elektrik wurde auch erneuert. Das macht sehr viel Sinn bei so einem Fahrzeug. Elektriktick will keiner haben. Dankeschön, Peter und Erik. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Daumen nach oben. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Auch nochmal einen Applaus für euch. Danke. Startnummer 76, Porsche 9. Was sagst du denn? Nee. Ach so, hey. Ich sag schon mal, nee. Porsche 986 aus dem Baujahr 2000. Ein frisches historisches Fahrzeug, auch schon 211 PS bei 2687 Kubikzentimeter. Nicole Butz und Petra. Nicole muss aber bald angekommen sein, ne? Nicole! Nicole! Ey, aber ich kriege hier was vorgesetzt, ne? Ich kriege hier was vorgesetzt. Unfassbar. Ah ja, könnt euch nachher alle beim Bier bei mir entschuldigen, ne Franz? Da musst du so viel Bier rausgeben, mein Lieber. Youngtimer ist es natürlich, ist auch kein Oldtimer, klar, Baujahr 2000. Der Porsche Boxster ist ein Roadster von Porsche, wer soll es anders sagen. Boxermotor in Mittelmotoranordnung, Prototyp von Anfang 1993 auf der Detroiter Motorshow präsentiert. Markteinführung der ersten Generation in Deutschland war im August 1996 und da ist auch richtig durchgestartet. Ein Einstiegspreis von 76.000 Mark, da würden die heute nur noch von träumen. Da kriegst du heute auch keine vernünftigen Felgen mehr für. Lockte er die Kunden zur Marke und startete die Boomjahre von Porsche ein. Tolles Auto, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet auch heute viel Vergnügen und habt an dieser tollen, organisierten Oldtimer-Ausfahrt hier euren Spaß gehabt. Dankeschön. Und auch nächster wiederkommen, ist auch klar, ne? Wir müssen hier verkaufen. Dankeschön.
So, noch ein Porsche mit der Startnummer 48 aus dem Baujahr 1973. Ein Porsche 914 mit 100 PS und 1957 Kubikzentimetern. Ich guck mal kurz rein, ob das hier noch alles stimmen kann, was hier drauf steht. Barbara Schürmann und Wolfgang Riemann sitzen hier drin. Ja, bevor ich irgendwas Quatsch erzähle, sitzen zwei Frauen drin und ich sage, ja, herzlich willkommen, Wolfgang, das ist toll. Der 914 entstand in der Kooperation von Volkswagen und Porsche, den hat man ja schon gerade zweimal auch schon gehabt. Trotzdem immer wieder schön anzusehen, wie ich finde, wenn man so ein Fahrzeug hier auf so einer Classic Oldie Ausfahrt wieder bestaunen kann, in einem schönen Orange gehalten, auch mal was anderes. Ne? Toll, tolles Fahrzeug. Euch hat es auch Spaß gemacht heute. Schön, schön. Oranje Boven, aber er kommt nicht aus den Niederlanden. Vielen Dank. Einen Applaus an Barbara und Wolfgang. So, nur langsam Endspurt hier. Mit der Startnummer 49, Mercedes-Benz 107, Baujahr 1973. Viele 73er Fahrzeuge haben wir heute hier. 200 PS und 3449 Kubikzentimeter, 3,5 Liter. Armin Sonnenschein und Justus Sonnenschein sitzen hier in diesem Gefährt. R107, ein 2-sitziger Roadster auf Wunsch mit hinteren Notsitzen. Ja, hat er? An der Notsitze hat er. Lena, hallo! Nein, Lena hat er nicht. Schwestermodell war der C107, einen längeren Nahtstand als der Roadster. Ein 5-sitziges Coupé mit zwei vollwertigen Sitzen und einem eingeschränkten, nutzbaren Mittelsitz hinten. Das ist der Unterschied. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß heute. Schön. Tolle Farbe, wie ich finde. Auch so ein bisschen ausgewöhnlich. Ne? Normalerweise ist es auch schwarz oder silber oder rot. Und der steht da auch ganz toll. Toll gemacht, schönes Fahrzeug. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Armin und Justus, vielen Dank. Das ist euer Applaus. Weiter geht's mit der Startnummer 77, BMW 316i Kompakt aus dem Jahr 1997 mit 102 PS und 1596 Kubikzentimeter. Johannes Hardig und Katharina Hardig sitzen hier in diesem Fahrzeug. Natürlich ist das kein Oldtimer, es ist ein Youngtimer-Fahrzeug. Der BMW Kompakt war eine verkürzte dreitürige Schrägheck-Variante des 3er BMW E36. Und ich finde es toll, dass ihr mitgemacht habt mit diesem Youngtimer-Fahrzeug, um das vielleicht mal ein bisschen aufzulockern. Ne? Ihr hattet Spaß heute. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Wir hoffentlich sehen wir uns auch nächstes Jahr wieder. Würde uns sehr freuen. Dankeschön, Johannes und Katharina. So, sind wir schon durch? Ich habe hier noch ein paar Zettel, aber es könnte natürlich auch sein, dass einige